Farbe, Form, Funktion. Die Zeichen für das Bauhaus. Ein Phänomen, das sich jede Generation neu aneignet. Das Bauhaus beginnt in Weimar. Als Avantgarde-Schule für Gestalter und Architekten. Beide Disziplinen stehen im Lehrplan der heutigen Universität. Der Bauhaus-Universität. Sie trägt den Inbegriff der klassischen Moderne in ihrem Titel. Weniger als imagewirksames Etikett, mehr als respektvoller Verweis auf eine Vergangenheit, die nicht spurlos vorüber ist. Das Bauhaus ist ein gewaltiger Impuls, aber das Bauhaus kann nicht imitiert werden. Also wir lehnen das in der Tat ab. Wir schätzen unglaublich die Qualitäten, die das alte Bauhaus hatte. Wir pflegen die Objekte, Weltkulturerbe haben wir hier ja im Umfeld. Aber wir tun nicht dasselbe. Weil würden wir dasselbe tun, würden wir das Falsche machen. Denn das war ja die wesentliche Idee des Bauhauses, dass sie sagen, sie wollen für ihre Zeit arbeiten und nicht die alten Stile, die alten Zeiten nachahmen. Und wir können nur Bauhaus sein, wenn wir heute genauso verfahren und nicht etwa das alte Bauhaus nachahmen. Man kann es nachempfinden im Büro des ersten Bauhausdirektors Gropius. Original restauriert. Minimalistisch, formal, funktional. Das Bauhaus aus heutiger Sicht. Doch zu eindimensional, zu oberflächlich wäre dieses Urteil. Die Bauhäusler begriffen den Künstler als Schöpfer eines harmonischen Lebensraumes, ordneten sich keinesfalls einem stilprägenden Dogma unter. Im Bauhaus ist alles sehr ambivalent, weil die Offenheit dieser Schule hat viele Momente. Das lässt sich nicht auf eine wirklich schematische Doktrin reduzieren. Das finde ich auch ganz wichtig. Gerade da liegt ja die Qualität. Wo das Bauhaus anfängt, wo es aufhört, lernen Studenten der Fachrichtung Architektur im ersten Semester. Später im Studium entwickeln sie ihre eigene Handschrift. An der Universität in Weimar Baukunst zu studieren, für viele interessant gerade wegen der Legende. Auch wenn sie morgen ganz anders bauen, gestalten, projektieren wollen, das Bauhaus bleibt wichtiger Ausgangspunkt moderner Architektur. Es ist ja eben nicht nur quadratisch und rechteckig, man kann auch seine Fantasie freien Lauf lassen und sich frei entfalten. Und das wird hier doch, denke ich, sehr gefördert. Ich glaube, jeder mag ja irgendwie Dinge, die mal frisch und neu sind, die man vorher noch nicht so gekannt hat. Und das gibt es ja heute auch irgendwie in anderen Bereichen. Jeder mag neue Technologien oder einfach neue kreative Dinge. Und ich glaube, für die damalige Zeit was wirklich komplett Neues, was Aufsehen erregt hat. Dass die Form durch die Funktion bestimmt wird. Das ist einfach mal sehr einleuchtend und ich denke auch zeitübergreifend gültig. Transformiert vom damals ins Jetzt. Die modernen Werkstätten der Universität, ein Relikt der Bauhausanfänge. 1919 wird der akademische Kunstschulbetrieb im provinziellen Weimar reformiert. Aus Professoren werden Meister, aus Studenten Gesellen. Erst das Handwerk, dann die Lehre. Ein aufsehenerregender Prozess. Gesteuert durch Walter Gropius, Architekt und erster Bauhausdirektor. Ein Mann mit Charisma und Visionen. Kunst kann man nicht lehren, so Gropius. Sie lässt sich nur durch das Handwerk erlernen. Die Werkstätten, Herzstück der Ausbildung. Im Bauhausmanifest beschreibt Gropius die neue Schule. Eine Synthese aller Künste unter dem Dach der Architektur. Die Namensgebung Programm.
Der große Bau, Sinnbild dieser neuen Schule, an der jeder studieren darf, ohne akademische Aufnahmebedingungen. Finanziert wird sie vom Land Thüringen. Im Lehrkörper die Vertreter der klassischen Moderne. Kandinsky, Klee, Feininger, Schlemmer, Molinocz. Sehr verschiedene Künstlerpersönlichkeiten, eingeschworen auf ein Projekt. Gropius begeistert sie. Für Grundformen und Farben. Für Kunst und Technik, die eine Einheit bilden. Für industrielle Prototypen. Für einen scharfen Blick auf den Zeitgeist. Ich glaube, man kann sich dem Bauhaus ernsthaft nur annähern, wenn man begreift, dass das Bauhaus eine pluralistische Schule gewesen ist. Ich beschreibe es immer als die erste Schule des Erfindens. Ein Hochschulmodell für die moderne Industriegesellschaft. Aber wenn man dann begreift, dass zu den Gründungsmitgliedern des Freundeskreises des Bauhauses 1924 hier in Weimar die absolut führenden Wissenschaftler der Welt und in Deutschland, die Nobelpreisträger Albert Einstein und Wilhelm Ostwald gehören, scheint schon deutlich, es ging nicht um eine kleine, winzig kleine, 150 Mann starke, spinnerte Kunstschule, sondern es ging um ein großes, europäisches, wenn nicht gar weltweites Schulmodell für eine moderne Gesellschaft. Erster Versuchsbau, das Haus am Horn in Weimar. Entwickelt von dem Maler Georg Muchel für die erste Bauhausausstellung 1923. Ein Experiment. Kein kühnes, wie Kritiker feststellen. Zu traditionell, zu langweilig. Quadrat und Rechteck, Bauhausgrundformen, sind aber zu erkennen. Und Farben. Die Überlieferung, dass Bauhausarchitektur grundsätzlich weiß sei, ein überholtes Klischee. Bauhausarchitektur ist immer farbige Architektur gewesen. Es gibt einfach einen Medienfehler, einen Rezeptionsfehler. Professionelle Architekturfotografie in dieser Zeit bis in die 50er, 60er Jahre hinein war Schwarz-Weiß-Fotografie. Die Farbe war also per se ausgeblendet. Man musste also vor Ort sich die Dinge angucken, um zu begreifen, dass es eben Farbkonzepte gab. Und das immer unterschiedlich. Es gab immer unterschiedliche Farbkonzepte. Dezent und subtil, die Farblehre der Villa Auerbach in Jena. Errichtet für den Physikprofessor Felix Auerbach. Zwei große Quader ineinander geschoben, so konzipierte Walter Gropius das Haus, als eine Art Baukasten im Großen. Die radikale Modernität des Gebäudes einzigartig. Doch schwer vermittelbar, Anfang der 20er Jahre in Jena. Die Reaktionen heftig und ablehnend. Wir sind hier in diesem Viertel mehr oder weniger immer noch ein Solitär. Also Gropius hat zwar noch ein zweites Haus hier in Jena gebaut, aber man muss sehen, dass er insgesamt nur 6 Einfamilienhäuser in Deutschland gebaut hat. Das spricht natürlich Bände, denn er war einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Barbara Happe, die mit Mann und Hund das Haus bewohnt, ist Bauhaus-Fan. Mit Hang zur Perfektion. Akribisch haben sie und ihr Mann das Gebäude restauriert. Die Villa besticht wieder. Mit 37 Pastelltönen, mit echtem Bauhausmobiliar. Mit 400 Quadratmetern Wohnfläche auf 3 Etagen. Nobel, geschmackvoll
und trotzdem einfach. Die Happes wurden vom Denkmalschutz geadelt für die Renovierung des Hauses und sind stolz auf ihre Leistung. Ihre Begeisterung für Bauhausarchitektur ist aber eine sehr spezielle. Ich merke das natürlich zum Teil an Reaktionen von Menschen, die uns besuchen, von Bekannten oder auch von Kennern, die dieses Haus sehr, sehr schätzen und auch bewundern. Aber es vielleicht nicht unbedingt selber darin wohnen möchten. Dabei schließen Sinnlichkeit, Lebensfreude und Avantgarde einander nicht aus. Im Bauhaus wusste man, Feste zu feiern. Ausgiebig, ausschweifend, folgenschwer. Das provinzielle Weimar reagierte geschockt. Es bangte um tradierte bürgerliche Werte. Dazu noch diese eigenartigen Produkte, die völlig gegen den guten Geschmack verstießen. Der Ruf des Bauhauses bei Zeiten ruiniert.